Erster Spieltag in der Frauen-Bundesliga. Die SG Essen-Schönebeck empfing im heimischen Stadion den 1. FC Köln. Der Dauerbrenner aus Essen, 18. Bundesliga-Saison in Folge, gegen den Aufsteiger aus Köln. Und die kamen mit Mandy Islacker, die ist in Essen geboren, hat auch für Essen gespielt, hat hier sozusagen ein Heimspiel mit ihren Kölnerinnen. Die Gastgeberinnen in Schwarz, die kommen auch mit einer gebürtigen Essenerin. Hier ist sie am Ball, Katharina Piljic, 15. Minute, schöner Schuss, aber knapp vorbei. Mit links hatte sie da abgezogen, aber Manon Klett im Kölner Tor musste noch nicht eingreifen. Dann ein kleiner Fehler beim Rausspielen der Torwart-Debütantin Sophia Winkler für die verletzte Stina Johannes im Tor. Hier mit diesem Fehler und dann der Abschluss von der Polin Zawistowska in der 34. Minute. Glück für Sophia Winkler, die ein gutes Profidebüt hinlegte. Nur bei diesen Bällen hinten raus war sie manchmal etwas unsicher. 41. Minute, mal wieder ein Vorstoß der Gastgeberinnen. Über die linke Seite kommen sie in die Zentrale und da ist Beins mit dem schönen Abschluss und der Nachschuss von Sterner, der ist auch nicht schlecht, aber zweimal Manon Klett mit der tollen Reaktion. Hier gegen Beins, da zuckt die rechte Hand raus und der Nachschuss dann auch richtig stark gehalten von Klett. Eine Chance gibt es noch vor der Halbzeitpause, allerdings nicht für Essen. Die haben hier zwar den Freistoß, aber der wird zum Boomerang. Hier der Rückpass und der wird zur Vorlage für Gudorf. Gudorf den Ball vorbeigelegt an Sophia Winkler. Aber dann kam Piljic und besserte das aus. Stürmisch umjubelt vom Essener Publikum. Das hatten sie sich natürlich ein bisschen selbst zuzuschreiben, dass es hier spannend wurde vor dem eigenen Tor. Aber Piljic in letzter Sekunde. So ein 0:0 zur Halbzeitpause, das war in Ordnung. Köln-Trainer Sascha Glas sah das vermutlich genauso. Keine Tore im ersten Durchgang, das sollte sich ändern im zweiten. Strömender Regen mittlerweile in Essen, deswegen lässt Klett hier den Ball prallen, fallen. Und da ist Nina Recke, die Innenverteidigerin mit dem 1:0 für die SG Essen-Schönebeck. Der einzige kleine Fehler von Klett in dieser Partie. Der Ball war nass, der Ball war rutschig und deswegen fällt er wieder hin. Hier ist es kein Foul, denn der Ball war frei und Recke schiebt ihn dann rein. Yes. 50. Minute war das. Aber die Antwort kam prompt. Islacker eine Minute später gelegt im 16-Meter-Raum von Ostermeier. Und das gab Strafstoß für den Gast aus Köln. Das konnte Ostermeier zwar gar nicht so richtig fassen, die Entscheidung aber schon vertretbar. Sie spielt den Ball aber auch viel Mandy Islacker. Und die trat selbst an. 12 Tore in 16 Spielen letztes Jahr in der zweiten Liga. Und hier ihr erstes Saisontor in der 51. Minute. Der Ausgleich für die Gäste. Die Gefaulte trat also selbst an und verwandelte sicher. Dann einige kleinere Chancen, hüben wie drüben, hätten es beide entscheiden können, dieses Spiel. Aber es gab nur noch eine richtig gute Chance in dieser Partie. Und zwar wieder für Bayings. Die macht ein starkes Spiel und schloss hier ab, aber Manon Kletz mit der starken Reaktion in der 71. Minute. Toller Schuss, aber die Reaktion auch richtig stark. 1:1 endet also diese Partie am ersten Spieltag zwischen Essen und Köln. Ein gerechtes Unentschieden, das fand auch Köln-Trainer Sascha Glas. Ich glaube, dass es so ein typisches Auftaktspiel war, wo ja, beide Mannschaften wollten, aber glaube noch nicht alles so zusammengelaufen ist auf beiden Seiten, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber ich bin trotzdem, nehme den Punkt gerne mit. Wir sind Aufsteiger, wir sind hergefahren, glaube ich, sind von Anfang an auch mutig aufgetreten. Ich würde sagen, da waren Kleinigkeiten dabei, die ausbaufähig sind. Ja, aber mit der Aufregung, denke ich, insgesamt war es okay. Und wir als Mannschaft haben, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Waren die ganze Zeit kompakt, haben wenig zugelassen und mit ein bisschen mehr Glück könnten wir sogar das Spiel gewinnen. Der Dauerbrenner der Bundesliga, die SG Essen-Schönebeck und der Aufsteiger aus Köln trennen sich also 1:1. Das geht für beide in Ordnung. Darauf kann man aufbauen in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.